Herzlich willkommen zu Aktienlust sucht den Supertrader, meine Damen und Herren. Seit über 2 Monaten spielt ja das Team von der Aktienlust untereinander und zwar mit Optionsscheinen und Hebelpapieren. Mittlerweile sind wir schon so weit angekommen, dass wir uns im Finale befinden. Ja, und wir hatten ja 8 Spielteilnehmer, die dabei waren. Da war ja unter anderem die Finanzdiva Katja Eckert mit dabei. Dann haben wir den Dividendenkönig Jens Will mit dabei gehabt. Pia Gutermuth, unsere Aktienlust, Clubchefredakteurin. Dann natürlich klar Markus Neugebauer, der Turnaround-Spezialist und natürlich der Chefanalyst des Faktor X-Börsenbriefes, Cliff Michel. Zum Schluss sind übrig geblieben, die aus dem Halbfinale natürlich gewonnen, obsiegt haben. Unsere Nicole und unser Jürgen, die treten jetzt dann dementsprechend im Finale gegeneinander an. Und wie immer haben wir von unserem Partner, dem Broker IG, auch heute wieder 6 Signale bekommen zu 6 Scheinen. Aber in dem Fall sind es diese Woche K.O.-Zertifikate, heißt Knockout-Zertifikate. Und da wieder 3 auf der Long- und 3 auf der Short-Seite. Und da dürfen sich gleich unsere 2 Protagonisten, unsere 2 Finalisten, muss man ja sagen, dann etwas aussuchen. Das Ergebnis wird übrigens nächste Woche Donnerstag in der Börsenshow bekannt gegeben. Da werden die 2 dann auch in die nächste Runde gehen, weil nächste Woche kann es ja im Prinzip nur ein 1:0 geben. Das heißt, es muss ja weitergespielt werden. Und ich stelle Ihnen und euch jetzt mal ganz schnell die Scheine vor, die halt eben der Broker IG für uns ausgesucht hat. Also, es geht um Long Knockout Zertifikate. Und da haben wir Nummer 1, ein Snap Long Knockout-Zertifikat mit dem Hebel 4, dann die TUI, auch ein Long-Knockout-Zertifikat mit dem Hebel 4 und auf den DAX ein Long-Knockout-Zertifikat mit dem Hebel 10. Und das, obwohl der DAX ja momentan tatsächlich ein neues Allzeithoch markiert hat. Im Short-Bereich haben wir natürlich auch Knockout-Zertifikate. Und zwar, das erste ist das britische Pfund gegen den US-Dollar, Faktor 10. Dann haben wir Plug Power als Short-Knockout-Zertifikat mit dem Hebel 2 oder gar Pfizer-Knockout-Zertifikat mit dem Hebel 4. Und damit darf ich recht herzlich unsere beiden Filialisten dementsprechend begrüßen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo Nicole, hallo Jürgen. Toll habt ihr gespielt. Ihr seid im Finale. Es wird aber nicht einfacher, weil Knockout-Zertifikate haben wir ja bis dato noch nicht im Programm gehabt. Ich habe euch gerade die 6 Scheine, die uns der Broker IG mit seinen Signalen heute zur Verfügung gestellt hat, mal vorgestellt. Und jetzt obliegt es an euch, natürlich das Passende für euch rauszusuchen. Wie immer haben wir natürlich die Höflichkeit. Jürgen ist ein Gentleman. Ladies first. Nicole, du darfst also beginnen. Ja, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt zählt alles. Von daher habe ich mir die Scheine mal angeschaut auf der Long-Seite. Ich finde, die Märkte, die sind kurzfristig überkauft. Ich glaube jetzt nicht, dass es so steil weitergeht wie bisher. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es bergab geht. Ich glaube, wir sehen so eine Konsolidierungsphase. TUI habe ich erst überlegt, Long zu gehen. Bin ich privat auch dabei, zum Glück. Aber ich habe mich dann doch eher auf der Short-Seite umgesehen oder orientiert. Da hat mich die Plug Power angesprochen, allerdings nur Hebel 2. Aber da haben wir ja noch Pfizer. Da finde ich, rein charttechnisch, haben wir einen wirklich sehr schönen Abwärtstrend. Short gehen hat mir in letzter Zeit auch Glück gebracht hier in dem Spiel. Von daher setze ich diesmal auf Pfizer Short, obwohl ich die Aktie auch langfristig in meinem eigenen privaten Depot halte. Aber ich glaube, in den nächsten 7 Tagen dürfte es da weiter bergab gehen. Hoffe ich. Und da bist du nicht der Meinung, dass der DAX noch ein bisschen steigen kann, respektive die TUI-Aktie ja gestern ordentlich angezogen hat. Ich weiß, Mick. Ich weiß, deswegen, ich habe mich wirklich schwer getan, ja. Aber
Man muss sich ja dann entscheiden. Absolut. Gut, also Nicole wird eingebucht mit einem Short-Knockout-Zertifikat auf Pfizer mit dem Faktor 4 Laufzeit für uns im Spiel eine Woche von heute bis zum nächsten Donnerstagabend in der Show. So, Jürgen, mein Guter, du bist gewinnt. Ja, zum einen muss ich dich korrigieren. Die Knockout hat man schon in der ersten Runde. Die dritte Option, was wir noch machen, da spielen wir, glaube ich, nächste Woche Optionsscheine. Mhm. Da war Salah noch nicht so weit. Er hat uns ja wieder diese Signale heute geliefert. Und ich muss ja immer sagen, ich würde davon gar nichts nehmen jetzt auf Wochenfrist. Aber die Spielregeln sind, man muss ja was nehmen. Und ich meine, Nicole ist ja natürlich auch taktisch, die telefoniert ja vorher, na, was machst du? Da habe ich gedacht, Mensch, da musst du vielleicht vorsichtig sein. Die will das gewinnen. Ja, das ist, ich habe gedacht, wie hat die das ins Finale? Vielleicht hat die da so schon ihre magischen Finger, ja, also man muss vorsichtig sein. Das ja, große Netzwerk. Also ich muss ja sagen, ich gönne ihr den Sieg, aber ja, natürlich will ich trotzdem gewinnen. Ja, das ist ja ganz klar. Und ja, also ich bin natürlich auch alle Papiere durchgegangen und bei einer Sache, das hätte mich auf der Short-Seite wirklich auch interessiert, Black Power, aber Hebel 2, ja, pff, da ist nicht viel drin. Mhm. Pfizer wiederum, ja, die haben natürlich so eine aufs Dach gekriegt und da ist auch mal irgendwann gut, ja, also und wir reden hier von einer Woche, ja, das ist ja das nächste große Problem. Es gibt Papiere, da würde ich, wie Black Power, würde ich auf jeden Fall short gehen, jetzt so eine Weile, vielleicht auf Sicht von einem Monat bis Jahresende. Na, immer diese Geschichte vielleicht zum Window-Dressing, dass dann nach Weihnachten ein paar Leute wieder Black Power kaufen, weil sie denken, extra wird's wieder was. Aber jetzt bis nächste Woche weiß ich nicht, ja. Und da bin ich auch bei der Long-Seite, bin ich schon wieder bei Nicole, was den DAX angeht. Mhm. Der DAX ist ja wirklich durch die Decke gegangen zuletzt, ja. Und also ob das jetzt in der nächsten Woche genauso weitergeht, na, da habe ich auch meine Zweifel. Ja, es ist noch Luft drin, das habe ich ja gestern auch in meinem DAX-Video mal dargelegt, ja, weil eben auch viele Institutionelle aus dem Ausland mittlerweile hier in Deutschland investieren. Nicht in Deutschland, das muss ich immer korrigieren, weil in Deutschland zu investieren, ne, aber in Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, aber eigentlich Weltunternehmen sind. Ja, das sind ja unsere DAX-Konzerne. Also das machen sie mittlerweile wieder. Aber wie gesagt, da sehe ich auch schon ein bisschen überkauft. Ja, also von daher DAX fällt aus. Dann haben wir natürlich auf der Long-Seite eben dann die Alternativen mit TUI und Snap. TUI, gute Zahlen gebracht, natürlich 30% jetzt in ein paar Tagen, ja. Also und das jetzt in der nächsten Woche noch mal was draufkommt, heute auch schon wieder fest, ja, über 7 €. Ja, also bis da wird die Luft dann dünn. Ich gehe aber auf Snap heute long und zwar aus folgendem Grund. Erstens hat da der Nasdaq ja die letzten Tage so ein bisschen korrigiert, ein bisschen konsolidiert, ja, ein bisschen mal ein bisschen Saft abgelassen. Heute aber durch diesen KI-Hype, ja, wieder Google mit einer neuen, da kommt wieder ein bisschen Schwung rein, AMD mit einem neuen Chip. Also da könnte noch was gehen. Und wenn man sich die Historie anschaut, haben die Märkte in den letzten Jahren oft bis Mitte Dezember ihre Jahresendrallye gehabt, während danach erstmal wieder ein Rücksetzer kam. Also deswegen eine Woche ist statistisch gesehen nochmal relativ positiv. Und dann gehe ich auf Snap, ja, weil ich glaube jetzt einfach so kurz vor Weihnachten, wenn sie wieder Bilder geschickt in der Community und da wird wieder alles möglich gemacht und was hast du für ein Weihnachtsgeschenk und wo gehst du dahin? Und also Snap ist ja so ein Kameraunternehmen, so ein Fotokameraunternehmen, ja, wo man sich auch unterhält und chattet, die jungen Leute halt. Ja, meine Tochter macht das auch gern. Und ich glaube, dass das aktuell sowas ist, Community sowieso. Ich bin ja großer Fan von Unternehmen, die extrem viele User haben. Ja, und das ist eigentlich ein Asset, ein Wert, um den es geht. Und deswegen gehe ich bei Snap jetzt diese Woche long. Gott, dann buchen wir also für die Nicole, so haben wir es gesagt, ein Short-Knockout-Zertifikat auf Pfizer mit dem Hebel 4, Laufzeit fürs Spiel von heute Donnerstag bis nächste Woche Donnerstag in die Börsenshow ein. Und für den Jürgen nehmen wir ein Long-Knockout-Zertifikat von Snap, auch mit dem Hebel 4, auch die Laufzeit für nächste Woche
Donnerstag. Bin ich ja mal sehr gespannt, wer da tatsächlich jetzt die Nase vorn hat. Und dann geht's ja weiter. Es kann ja nur 1-0 nächste Woche stehen. Ja, das heißt, ihr müsst ja auf jeden Fall nochmal. So oder so bleibt die Geschichte bis zum Ende des Jahres äußerst spannend. Ich halte euch beiden den Daumen, das wisst ihr ja, und bin mal gespannt, wie gesagt, wer da letztlich obsiegen wird. Ja, für Sie, meine Damen und Herren, das Ergebnis nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr, live beginnt die Börsenshow, wieder mit jede Menge Überraschungen, ganz tollen Gästen, natürlich unseren drei Spielteilnehmerteams, die ja auch gegeneinander betteln, auch hochinteressant, und dann noch das Ergebnis aus Aktienlust, Such den Supertrader. Und damit dürfen wir uns für heute dann auch schon verabschieden. Bis nächste Woche.